So, hallo liebe Leute, jetzt sieht man uns auch und jetzt hört man uns auch hoffentlich. Und willkommen zu Ja. dieser, ja, doch etwas spezielleren Ausgabe von Geisterspiel. Wir haben heute mal wieder keine individuelle Spielbesprechung, sondern eine Saisonvorschau für den VfL Bochum, für die kommende Bundesliga und wenn wir richtig viel Glück haben, vielleicht auch für den kommenden DFB-Pokal. Genau. Mit dem DFB-Pokal, Großartig. da fällt mir direkt ein, wurde aber noch nicht ausgelost, oder? Oder habe ich da was verpasst? Ich bin mir fast sicher, da wurde was ausgelost. Doch, wir spielen das erste Eigentlich Spiel müsste gegen es mal Wuppertal. ausgelost werden sein, weil die Bundesliga steht ja auch schon, ne? Nein, wir spielen das erste Spiel gegen Wuppertal, kann ich dir direkt so sagen, positiv. Stimmt, Das richtig, ist ich erinnere mich, nice. ja. Wuppertal ist richtig schön, weil das auch nicht so viel Reise mit sich bringt, sondern da kann man mal eben nach dem Kaffee die wegzocken eigentlich. Sich Also, wieder verpissen, ja, ja. großartige Sache. Genau, Ja. ja, hallo und herzlich willkommen. Ich weiß nicht, wer jetzt hier schon da ist, wer jetzt im Chat ist. Falls irgendwelche von den typischen Stammkunden, Stammgästen, wie auch immer man das nennen würde, Zuschauern da sind, meldet euch doch mal, sagt mal hallo, wir freuen uns auf jeden Fall über eure Anwesenheit. Genau, würden dann aber auch, glaube ich, direkt in das Programm einsteigen. Und womit wir heute anfangen wollten, ist, weil wir dazu nicht die Chance hatten, leider, aus gesundheitlichen Gründen, wäre so ein kleiner Rückblick zur Saison 2021. Und an der Stelle, hallo Farid Hulk, schön, dass du da bist. Wie geil ist das denn? Genau, 2021, die uns diesen und technisch bislang alles bestens, sagt er auch. Super, sehr schön. Perfekt. Perfekt. Ja, wir haben uns auch große Mühe gegeben, diesmal mit viel Vorlaufzeit im Vergleich zu unseren sonstigen Streams. Genau. Also 2021. Dieser Aufstieg, diese ja, Zweitligameisterschaft sogar, die uns Thomas Reis da beschert hat. Ich glaube, alle Bochum-Fans tragen jetzt noch so eine gewisse Euphorie mit aus der Saison und hoffen auf mehr von dem Fußball und mehr von diesen Leistungen und dieser Moral. Das glaube ich auch, ja. Es war auch nicht so zu erwarten. Also ich. Also, wann ist Reis gekommen? 2000. Ein halbes Jahr vorher, also vor der Saison, Ja, dann ein halbes Jahr der hat da, die oder? Rückrunde davor Ungefähr. gemacht, genau. Genau, und es gab ja auch da schon viele Kritiker und ich fand ihn eigentlich immer ganz, ganz gut so als Trainer. Ich finde, er hat relativ viel aus der damals wirklich sehr am Boden liegenden Mannschaft gemacht und fand auch, also hatte deswegen auch eine positive Erwartung, aber Aufstieg natürlich nicht, aber auch nicht als Erster. Richtig. Umso schöner, dass es geklappt hat dann. Ja, es hat sich dann immer stärker herauskristallisiert. Es gab ein paar gute Ergebnisse am Anfang, aber selbst da natürlich will man dann als VfL Bochum nach so vielen langen Jahren in der zweiten Liga seine Ansprüche nicht so hochschrauben. Ist ja auch finanziell ein anderes Spiel als mit Leuten wie Hamburg oder so. Übrigens auch hallo Taliska, schön, dass du auch da bist. Die zwei Stammgäste sind da, klasse. Ja, hattest du denn irgendwie so einen Schlüsselmoment? Also wie gesagt, man hat sich ja noch lange zurückgehalten mit irgendwelchen super positiven Erwartungen an der Stelle. Hattest du irgendwie so einen Moment, wo es bei dir Klick gemacht hat, wo du gesagt hast, das könnte tatsächlich funktionieren? Also die ganzen VfL-Spieler sagen ja in jedem Interview gefühlt, schon tausendmal gelesen, diese Aussage, es war das Hamburg-Spiel, das irgendwie so den großen Glauben gegeben hat, dass man es packen kann. Es war aber relativ früh, das Hamburg-Spiel. Das Hamburg-Spiel war relativ früh, ja. Ich weiß nicht genau, wann es war. Es müsste irgendwann so Mitte der ersten Saisonhälfte gewesen sein. Also Gucken. der Hinrunde. Ja, es war tatsächlich der 8. Spieltag, richtig? Ja, ja. Und das war ein 3-1 in Hamburg, ganz genau. Der Start war ja eigentlich gar nicht so optimal in die Saison, glaube ich. Ich glaube, man hatte da irgendwie auch nur Also zu dem Zeitpunkt war man gerade 25. erst Vierter dann nach dem Spiel. Na, um das mal. Ja, genau. Genau, die ersten vier Spiele waren ja eigentlich nicht so gut. Und ich weiß gar nicht, ob ich beim Hamburg-Spiel, also man hat natürlich gemerkt, man kann da mithalten und man hat auch gemerkt, da geht was, aber ich weiß noch nicht, ob ich daran geglaubt habe, dass es so weit nach oben geht. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Erinnerung mehr. Ich glaube, so irgendwann gegen Ende der Hinrunde, da hat man ja auch wirklich oben mitgespielt. Dann ist man natürlich auch, hat man sich bewusst gemacht, okay, wir gehen wahrscheinlich jetzt relativ weit oben in die Rückrunde und dann muss man natürlich, ist ja klar, was das Ziel dann ist, wenn man so in die Winterpause geht. Für Taliska, der schreibt gerade, war es das Rückspiel gegen Kiel, der Sieg da. Taliska, weiß noch, welcher Spieltag Ja. es war? Vielleicht wissen wir es ja noch, ich habe es jedenfalls nicht im Auge. Müsste ja relativ, also es müsste ja auch, das war jetzt war dieser Block mit diesen relativ vielen schweren Spielen. Das müsste irgendwie, glaube ich, 3 oder 4 Spieltage hinter dem HSV gewesen sein. Kann sein, oder war es relativ spät, wo Taliska das realisiert hat, dass wir. Aber kann ich nachvollziehen, weil für mich war es das Hannover-Spiel zum Beispiel. Das war ja dieses absolut irre 4-3. Ja. Man kassiert in der Nachspielzeit noch den Ausgleich und schafft es dann trotzdem irgendwie noch, ja, wie so ein reiner Willenssieg dann mit dem Kopfballtor von Robert Tesche nach der Ecke.
Das war für mich so der Moment, wo ich das Gefühl habe, die Chakren haben sich jetzt irgendwie so angepasst und es kann jetzt nur noch klappen. Das Schicksal hat sich jetzt verfestigt, weißt du? Ja, vor allem, was für ein ärgerliches Gegentor das auch war. Ne? Das war dieser abgefälschte Schuss nach einer Ecke oder so. Zweimal abgefälscht. Und dann, genau, wenn du so ein Spiel gewinnst, wieder auch noch so ein Standardtor. Halt nicht schön, aber halt irgendwie drin. Okay, Kiel war Ja. der, was steht hier? 27. Spieltag, genau. Da war man dann auch schon an der ersten Tabellenposition relativ fest mit 54 Punkten vor, 4 Punkte vor Hamburg, 4 Punkte vor Fürth. Genau. Ja, aber also wie gesagt, für mich war es halt ganz eindeutig dieses Hannover-Spiel. Das war auch für mich der Schlüsselmoment der Saison, wo es dann wirklich so eigentlich nur noch funktionieren konnte. Das fand ich ganz, ganz stark. Hattest du irgendwie so taktische Eigenheiten, besonders auffällige Spieler, besonders auffällige taktische Kniffe vielleicht auch von Thomas Reis, die dir positiv aufgefallen sind? Also besonders auffällig bei Thomas Reis fand ich, dass er eigentlich sehr wenig variiert hat insgesamt. Das ist, glaube ich, schon so das Markenzeichen des VfL gewesen eigentlich. Und es gab auch immer wieder Spielphasen oder Spiele, wo man das, wo sich das so ein bisschen gerecht hat, hatte ich das Gefühl. Aber Gesundheit, man hatte einfach, glaube ich, sehr, sehr viel individuelle Klasse. Robert Jule war damit sicher ein sehr großer Faktor. Und dementsprechend konnte man auch immer diese engen Spiele für sich entscheiden. Also ich glaube, der große, was ich sehr, sehr spannend fand, waren die Standards. Ich glaube, wir sind viel, viel stärker geworden nach Standards jetzt in dem Jahr. Da sind noch viele Tore gefallen, die wirklich so ein Spiel entweder entschieden haben oder halt irgendwie zumindest geöffnet haben für uns. Das war schon sehr, sehr auffällig, fand ich. Und ich glaube, das war ein großer Faktor. Tesche, ich weiß gar nicht, wie viele Tore Tesche nach Standards gemacht hat, aber einige auf Auf jeden jeden Fall einige entscheidende auch. Genau, ja, das fand ich auch sehr auffällig. Ich muss sagen, ich fand auch, dass die Innenverteidigung sich stark gesteigert hat dieses Jahr. Also die Kombination Leitsch, Bella-Kotschap war wirklich dermaßen göttlich am Ende. Und das war auch so ein bisschen das Ding, du brauchst ja klassischerweise mal schnelle Innenverteidiger, um so eine hohe Abwehrlinie spielen zu können, in der Regel auf einem hohen Niveau. Ja, Und ja. also ich meine, Bella-Kotschap ist schon relativ schnell und Leitsch ist einfach für einen Innenverteidiger eigentlich ein Witz im Tempo, ne? Also er hat dann oft genug auch Ja, wieder das sehe gezeigt. ich. Ja. Nee, das stimmt. Das war ja, glaube ich, auch ein großer Faktor. Es war natürlich auch interessant, dass unsere Innenverteidigung eigentlich der jüngste Mannschaftsteil war. Wir hatten eine relativ alte Mannschaft. Nur in der Innenverteidigung, ich glaube, das hattest du auch während der Saison schon mal angesprochen. Normalerweise ist es umgekehrt, dass man gerade in solchen Positionen vielleicht dann eher auf Erfahrung setzt. Und da war es dann eben, da hatte man die jüngsten Spieler. Aber es hat auch, also bei der Kotschap, viele haben ja darüber diskutiert, warum er letztes Jahr schon so selten gespielt hat. Aber ich glaube, Reus hat da genau das richtige Händchen gehabt und ihn zum richtigen Zeitpunkt einfach gebracht. Letztes Jahr war er dann wahrscheinlich einfach noch nicht so weit. Ja, das kann ich mir auch vorstellen und ich finde, also gerade Bella Kotschap merkt man halt ganz stark, dass der sich noch weit entwickeln kann. Ich fand immer noch, es gab selbst in dieser Saison noch so ein paar kleine Aussetzer, so vielleicht einen pro Spiel, der so ein bisschen aufgefallen ist oder so im Schnitt. Und das war natürlich dann ein bisschen tragisch, aber wenn der sich jetzt noch stabilisiert, dann ist das ein ganz, ganz großer Spieler irgendwann. Kann man, glaube ich, Ja, sagen. vor allem der ist so extrem robust, ne? Ich meine, für, ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist, 18, 19 oder so. Ja. Was der, der schiebt ja da wirklich alle Spieler einfach so weg. Lass dir mal noch 2, 3 Jahre weiter Profisport machen und auch regelmäßig Krafttraining, das ist ja, dann geht ja noch mehr, also. Richtig. Gut, jetzt haben wir auch noch ein paar, natürlich noch ein paar Veränderungen im Kader. Für die kommende Saison, das ist jetzt so ein bisschen die clevere Überleitung, die ich mir da überlegt habe. Rein raus, ja, wer ging raus, wer ging rein? Verloren haben wir ganz, ganz massiv Patrick Dreyfus. Nein, das fand ich jetzt nicht so tragisch. Also hat, glaube ich, als zweiter Torwart seinen Job ganz gut gemacht, aber war jetzt auch Ja. nicht. Na, ich überlasse dir mal das Wort an der Stelle. Ich wollte nur sagen, vor allem, weil wir sehr guten Ersatz wirklich bekommen haben, aber das kommt dann gleich im zweiten Teil, Richtig. aber. Genau, da können wir euch noch eingehen. Also ich glaube, Patrick Trebes gegen Michael Esser zu tauschen. Beide ablösefrei. Gut, das könnte ich mir vorstellen, dass Esser ein bisschen mehr verdient. Aber im Schnitt, Ja. glaube ich, ist das ein sehr guter Gewinn, Glaube transfermäßig. ich auch, ja. Also trotz Ja. des Altersunterschieds, Esser ist schon auch ein Torwart, der, also ist für mich halt auf jeden Fall mindestens ein solider Zweitligatorwart. Und sowas dann noch Ja. hinter Manuel Riemann zu haben, ist dann schon stark. Auf jeden Fall, Genau. ja. Und hat ja auch Bochum-Vergangenheit, was auch immer schön ist. Also, ja. Genau, hat er seinen Weg zurückgefunden. Ja, die krasseren Verluste sind an der Stelle dann Thomas Eisfeld. Gut, den hat man einfach auslaufen lassen, Vertrag her, ne?
Obwohl der Mann auch eigentlich erst 28 ist. Also in dem Alter quasi schon einen Vertrag auslaufen lassen, ist eigentlich so relativ ungewöhnlich. Wie erklärst du dir diese Entscheidung vom Verein aus? Ich glaube, er war einfach zu oft verletzt und hat dann nie wieder in diese absolute Topform reingefunden. Also man hatte wahrscheinlich auch, ich weiß gar nicht, wann er jetzt da ist, als 2014 bestimmt. Irgendwie sowas mit dem Dreh hätte ich gesagt. Und spätestens 2015 auf jeden Fall. Und er war ja natürlich dann am Anfang absoluter 15. Leistungsträger. In der ersten Verbeek-Saison war das, glaube ich. In der zweiten dann kam zur Winterpause. Also Verbeek kam zur Winterpause. Da war er ein absoluter Leistungsträger und man hat auch, ich glaube, man hat dann viele Jahre ihn einfach gehalten, weil man wusste, okay, wenn er mal fit bleibt, dann hat er wirklich Potenzial, aber er ist halt nie fit geblieben und konnte das dementsprechend halt wahrscheinlich dann auch nie hundertprozentig abrufen, was natürlich total schade ist. Ich meine, auch die Standards, muss man auch sagen, ohne seine Standards hätten wir wahrscheinlich auch 3, 4 Punkte weniger Ja, gehabt dieses Jahr, ja. mindestens, und das wäre schon entscheidend gewesen dann auch. Aber ja, wenn du in der ersten Liga dann dich auch mal wieder verletzt und also das Niveau hat er einfach nicht, dann hätte er wirklich mal 2, 3 Jahre vielleicht durchspielen müssen und ab 28 baust du dann ja auch oft ab, wenn du eh schon nicht auf deinem besten Niveau bist. Ja, also ich finde es auch eigentlich total schade, aber muss dir dann in allen Punkten recht geben. Sicherlich ein talentierter Spieler, wünschen wir auf jeden Fall alles Gute. Thomas Eisfeld, also lange, lange gut dem Verein gedient. Genau. Und nicht so lange dem Verein gedient, aber trotzdem, glaube ich, ein sehr entscheidender Mann gewesen für die vergangene Saison, war natürlich Robert Schul. Ja, genau. Der jetzt, Also so wie ich nicht ganz so das lange dem Verein gedient richtig. und auch scheinbar nicht so einen vereinstreuen Charakter. Aber Ja, das kann man leider sagen, glaube ich. Hat sich jetzt für 350.000, so wie ich das sehe, an Itihad Kalba verabschiedet. Das ist irgendwo in den Emiraten. Genau, ja. ja, ich meine, die Klausel, wenn du so einen Spieler dann kriegen kannst, war natürlich dann richtig. Wenn das der Kompromiss war, war es die richtige Entscheidung, weil der Aufstieg ist mehr als 350.000 Euro werden. Ich glaube nicht, dass man ohne Jule aufgestiegen wäre. Muss man einfach so sagen. Klar hätte man vielleicht einen anderen Spieler dann gehabt, aber das war schon sehr, sehr außergewöhnlich. So einen Spieler findest du nicht so oft. Ich glaube, da hätte Absolut. sich jede Mannschaft drum gerissen um Robert Jule in der Form Absolut. in der zweiten Liga. Und es ist aber auch gar nicht so schlimm, glaube ich. Also da können wir gleich nochmal dann auch drauf kommen im nächsten Teil. Ja, Weil in der ersten Liga vielleicht einfach andere Spielertypen gefragt sind auch. so ein bisschen kann man es jetzt schon besprechen. Ich glaube halt, also Robert Schul war jetzt vielleicht nicht der laufstärkste Spieler, ne? Immer mit sehr viel Klasse, meiner Meinung nach auch sehr intelligent, mit guter Übersicht und allem. Nur dann halt niemand, der irgendwie körperlich besonders oder in Sachen Ausdauer oder Laufbereitschaft besonders begrenzt hat. Und vielleicht ist das dann auch eine Sache, die man sich als Underdog in der ersten Liga nicht so sehr leisten kann wie als dominante Mannschaft in der zweiten. Genau, absolut. Also auch das Tempo an sich einfach ist halt viel zu langsam. Und das Tempo in der ersten Liga ist nochmal viel, viel höher. Da geht es viel mehr auch ums Umschalten, gerade als jemand, der als ein Team, das nicht viel den Ball haben wird, sondern dann wirklich viel auch in die Defensive umschalten werden muss. Und ich glaube, dafür ist Schul nicht geeignet. Und nach vorne, klar, er ist eigentlich ein guter. Also man kann nicht sagen, dass Schul schlecht im Umschaltspiel ist, weil der, glaube ich, auch viele Konter von uns einfach durch seine Pässe getragen hat. Aber wahrscheinlich wird man auch mit noch weniger Leuten umschalten in die Offensive, weniger Anspielstationen haben und dann braucht man vor allem eben Tempo auch. Und ich glaube, da ist er da einfach nicht der richtige Spieler Ja, für. also in dem Fall, man sagt ja immer so ein bisschen, Zehner ist so eine Luxusposition heutzutage. Und in dem Verständnis war Robert Schul dann schon ein klassischer Zehner für uns. Ja. Genau. Ja gut, das waren die Outgoings, es sei denn, ich habe da jetzt irgendwen vergessen oder so. Ich überlege auch gerade, also wer noch auf jeden Fall gestrichen werden soll, ist der Tom Weiland. Und Stimmt, da ist jetzt die Erwartung, weil der auch nicht im Vorbereitungskader ist oder was, ne? genau, die Ah. wurden ja, also 3 Leute wurden gestrichen und denen wurde mitgeteilt, dass sie da keine Zukunft haben und Weiland gehörte auch dazu. Natürlich ein bisschen ärgerlich für ihn, weil er damals, ich weiß nicht, da hatte er diese ganz starke Phase unter Robin Dutt. Und dann wollten alle, dass er unbedingt bleibt. Und hat er dann auch gemacht, irgendwie, auch weil viele Fans hat es auch so ein bisschen verkündet, so ja, ich will hier in Bochum mithelfen im nächsten Jahr und hat dann eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt, Ja, von da ja. an, mehr oder weniger. So ist das manchmal. Es ist halt schon sehr interessant, wie manche Spieler unter manchen Trainern total aufblühen und unter anderen Trainern dann gar keine Rolle spielen.
Und unter Thomas Reis hat Tom Weiland, glaube ich, wirklich nie eine großartige Rolle gespielt. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir ein paar, also natürlich bittere Verluste. Also gerade Robert Schul, wie gesagt, finde ich trotzdem noch schade, weil der könnte bestimmt noch in der ersten Liga. Aber vielleicht als Verlust für die erste Liga nicht so massiv, wie er für die zweite Verlust gewesen wäre. Ja. Jetzt haben wir natürlich neue Leute im zentralen Mittelfeld. Wir haben jetzt Patrick Osterhage, sehe ich hier von Dortmund 3, ne, von Dortmund 2, dritte Liga, daher Dortmund kam der 3, ja. Dortmund 3 wäre brillant. Von Dortmund 2, sehr jung, viel Potenzial wird ihm nachgesagt. Wie schätzt du den Mann ein? Glaubst du, der kann jetzt schon so den Schritt machen, Erstliga zu spielen, konstant? Ich glaube, es war der erste Transfer irgendwie, der verkündet wurde. Und der zweite. Also der zweite, der erste war Anvi Ja. Anjay. Aber so der erste, der noch nicht feststand, also der feststand, nachdem die Saison vorbei war. Und das war erstmal so ein bisschen Enttäuschung, weil man hatte so Hochkaräter erwartet. Und ich meine, der ist ja auch schon 21, 22, ich weiß es gerade gar nicht. 21. Und war halt auch sehr, sehr 20. 21. 21, okay. Und er war ja auch schon sehr, sehr oft verletzt. Das war ja auch so ein bisschen der Punkt, warum er beim BVB dann auch keine Rolle gespielt hat und auch bei BVB 2 wenig Einsätze hat letzte Saison. Und da ist natürlich dann immer schwer einzuschätzen, wie schwer wiegt das Ganze und wie groß kann jemand dann doch noch aufspielen, wenn er mal länger fit bleibt. Ich überlege gerade, wir hatten, glaube ich, auch beim VfL so ein paar Spieler, die wir geholt haben, wo es dann funktioniert hat. Ich weiß nun gerade nicht wen. Also ich glaube, Robert Juhl hatte auch öfters Verletzungsprobleme. Zeitlang, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall ist es natürlich halt immer ein Risiko. Ach, Bockhorn Ja, beispielsweise, ein gutes Bockhorn auf Beispiel jeden Fall. eigentlich. Ja, und der hat ja wirklich dann sehr, sehr stark aufgespielt am Ende und das kann bei Aussage natürlich auch passieren. Ich denke, dass er auch sehr talentiert ist. Der wurde ja mal auch, als er noch jünger war, galt er als wirklich sehr, sehr großes Talent. Weiß nicht, wie sich das dann verhält. Also schwer zu sagen. Hast du ihn schon spielen sehen oder ich habe noch nicht viel von ihm? Noch nicht, also ich habe höchstens mal so ein bisschen so irgendwie YouTube-Compilations und so. Hat schon, also ich finde schon, dass der Technik einiges drauf hat. Man müsste ihn halt mal wirklich 90 Minuten durchspielen sehen, um dann auch so ein bisschen so die Spielintelligenz und sowas einschätzen zu können, weil das so eine Sache ist, die bei jungen Spielern mir oft unterschätzt wird, also aus meiner Perspektive, und die aber eigentlich sehr oft sehr früh bei Spielern zeigt, aus denen wird man was Großes. Genau, müssen wir mal gucken. Aber noch ein paar andere. Wir haben ja noch im zentralen Mittelfeld einen weiteren Mann, nämlich ausgeliehen von Hertha BSC, wenn ich das korrekt sehe, Eduard Löwen. Der wird eher, glaube ich, die Erwartung tragen, sofort Stamm zu spielen oder zumindest so allermindestens in zweiter Reihe. Was ist da so deine Erwartung? Was versprichst du dir von dem Spieler? Ja, ich glaube auch, also glaube ich auch, dass er soll auf jeden Fall sofort verstärken, muss er auch, weil wir haben, glaube ich, auch das letzte Mal, als wir über den VfL geredet haben, ich glaube, es war bei irgendeiner Spielanalyse, auch schon festgestellt, dass das defensive Mittelfeld an sich eigentlich also viel zu langsam ist Zu alt auch für die irgendwo. erste Liga und zu alt, genau. Und da muss er natürlich dann, muss er auf jeden Fall sofort eine Rolle spielen. Und meine Erwartungen sind relativ hoch. Also ich habe ihn auch bei FIFA schon öfters mal im Okay. Karrieremodus. Das heißt natürlich nichts. Aber ich glaube, also ich glaube, er ist wirklich eigentlich körperlich ziemlich stark, also physisch insgesamt robust, aber eben auch sehr, sehr schnell, hat einen sehr, sehr guten Schuss. Und wird wahrscheinlich so der neue Standardmensch werden, kann ich mir vorstellen, gerade bei Freistößen auch. Ich weiß nicht, wie es bei Ecken ist. Ich weiß nicht, wie groß er ist. Oh, das kann Ob ich er mal eben dann nachgucken. vielleicht. Let's see. Vielleicht eher Größe. sogar im Zentrum gebraucht werden Der würde. Mann ist 1,88. Ja, das ist das Ja. Zentrum. Das ist zum Vergleich Robert Schulze 1,89 und immer relativ groß im Vergleich. Aber Jules hat auch viele Ecken getreten. Ja, richtig. Das fand ich auch teilweise ein bisschen fahrlässig. Also da hätte man noch mal. Also die Ecken fand ich nie so gut. Die Freistöße schon eher, aber egal. Genau, Löwen. Ja. Ist halt die Frage, wer die sonst hätte geschossen beim VfL, ne? Ja. Aber Ich finde, da kann man auch mal ein Suarez oder so einfach mal. ja. Nee, genau, also da habe ich schon hohe Erwartungen und ich glaube auch, dass er die erfüllen wird. Ja, also Talisca ist da auch sehr gespannt drauf. Hat er gerade geschrieben. Und Talisca freut sich auf Asano. Takuma Asano, auch 26 Jahre alt, war jetzt zuletzt vereinslos. Was sind da deine Erwartungen? Glaubst du, der wird sich irgendwie einen Stammplatz erkämpfen?
Ja, der hat ja schon, wurde er gespielt bei Stuttgart und bei Hannover, kann das sein? Man muss dazu sagen, er war jetzt nur 2 Monate lang vereinslos. Davor war er bei Partizan in Serbien. Partizan Ja, und Belgrad, ja. wurde er vorher gespielt? Kannst du es mir gerade Arsenal, schon? scheinbar. Und davor? Er hat Davor also wirklich bei Hannover. uns? Hannover Genau. 96, ja. Hannover hat er aber bei Stuttgart nicht. Stuttgart auch. Bei Stuttgart auch noch rein, war es richtig? Okay. Ja, viele, viele Wechsel tatsächlich, also fast jede Saison. Ja. Also er konnte sich bei beiden Clubs nicht so richtig durchsetzen. Damals war er natürlich noch jünger. Und er hat natürlich das, ist natürlich von der Position her, würde man erstmal denken, vielleicht so ein Jules-Ersatz. Kann auf dem offensiven Außen spielen, aber auch auf der 10. Aber ist halt ein ganz anderer Spielertyp. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, woran man sehen kann, dass der VfL vielleicht auch diese Saison versuchen wird, anders zu spielen. Also mehr mit Tempo, mehr mit Spielern, die den Ball auch selber treiben und in 1 gegen 1 Duelle gehen, was ja auch Sinn macht, weil man selten Überzahl haben wird, denke ich, im Ja, Umschaltspiel. davon gehe ich auch aus, definitiv. Ich meine, was man sagen muss, statistisch, der Mann 56 Spiele in Serbien mit 22 Toren und 12 Vorlagen. Ich kann jetzt die serbische Liga von der Stärke kaum einschätzen. Partizan ist da aber scheinbar auch einer der stärksten Vereine. Natürlich direkt hinter Roter Stern, was so der Vorzeigeverein ist, ne, aus der Stadt auch. Aber ja. Sterne. Ja, absolut. Ich kann mir auch vorstellen, dass das spannend wird. Jetzt hat Talisca noch geschrieben, es fehlt noch ein linker Verteidiger. Ist das eine Aussage, der du zustimmen würdest? Also ich bin mir da so ein Ich bisschen, weiß ich nur, weiß dass es nicht. auf jeden Fall einer kommen soll, die Watz. Aber es passiert nichts. Die Watz hat mehrfach geschrieben, es soll noch ein Linksverteidiger ins Trainingslager reisen, ohne jedoch irgendeinen Namen zu nennen. Okay. Also ganz, ganz komische Informationen, die da hatten und das Trainingslager ist jetzt vorbei, es ist auch keiner mitgereist. Ich fände auch gut, wenn man noch einen Linksverteidiger hätte, der Suarez ein bisschen Druck machen kann. Ich meine, Bockhorn kann überall spielen, wie wir gemerkt haben, wäre auch als Linksverteidiger extrem stark. Aber defensiv ist er eigentlich nicht, das haben wir auch letzte Saison ja mal gesagt, nicht so super stark. Und in der ersten Liga wird das, glaube ich, nochmal ein größerer Faktor werden. Es wird gerade ein bisschen dunkel hier, ich mache mal Licht an. Da wird Bockhorn, denke ich, vor allem seine Stärken auch im 1 gegen 1 im Dribbling ausspielen können, aber in Defensive muss er noch zulegen und da so einen erfahrenen Außenverteidiger noch zu haben, fände ich eigentlich ganz gut. Ja, absolut. Genau, wobei ich halt, also finde, Suarez ist schon auch so ein Spieler, der auf Bundesliga-Niveau locker mitzocken kann. Ja, Suarez, genau, nee, aber als Ersatz, falls Suarez mal ausfällt, Ja, oder? oder auch einfach aus so moralischen Gründen, weil er auch letztens dieses Disziplinärproblem hatte. Irgendwann im Mittelteil der Saison. Was sich dann zum Glück nicht länger gezogen hat. Also danach war die Leistung wieder da. Ja. Genau, aber vielleicht kann der ein bisschen Konkurrenz vertragen. Und ansonsten haben wir noch, gut, wir haben 3 Leute, die aus der Leihe zurückkamen. Beziehungsweise, ne, 2 aus der Leihe, einer aus der U19. Louis Hartwig kommt aus der U19 und Römling und Holtkamp kommen aus Wuppertal tatsächlich. Ah ja, Holtkamp soll auch gestrichen werden. Holtkamp war Okay. auch auf der Liste von den, auf der Tom Ja, Weiland-Liste. okay. Ja. Auf der Tom war, ja, schön am Griff, alles klar. Wer noch, glaube ich, für viel Aufregung sorgen könnte, zumindest von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe und so, ich glaube, wir haben da beide einen Freund im Hinterkopf, der sich da sehr auf den freuen wird. Anvi Adjei. Ja. Auch ein Konterspieler für dich? Ja, auf jeden Fall. Du bist gerade ein bisschen abgeschnitten. Müsstest du nochmal. Ne, du bist mal noch eingefroren. Ach, verdammt. Ja, jetzt. Jetzt Schnell hast du über ja, Skype. also. Hold on. Sag mal nichts. Ich sehe dich nämlich immer noch nicht. Es ist gerade ganz, ganz wild. Also bei mir war die Verbindung auch kurz weg, Okay, jetzt aber scheint es wieder zu gehen. Okay, also was wolltest du an VRJ sagen? ich wollte sagen, mit Holtmann zusammen hat man wahrscheinlich die schnellste Flügelzange der Liga. Das kann sogar sein. Und oder ja, gut, vielleicht bei Bayern, dann ist nochmal eine andere Nummer, aber schon eine der schnellsten Flügelzangen der Liga. Und auf jeden Fall ein Konterspieler. Ist ja auch anders als Holtmann sehr auch Bezug zum Tor. Ich glaube auch gar nicht so eine schlechte Torquote. Bei Paderborn auf jeden Fall auch nicht, auch immer wieder getroffen. Ist auch Rechtsfuß, glaube ich, der lieber über links spielt. Also auch dann nach innen zieht mit dem Ball. Ja. Von daher eigentlich ideal für die erste Liga, denke ich. Genau. Ja, genau. Rechtsfuß habe ich auch eben bestätigt. Ja, genau. Definitiv. Könnte eine gute
ein guter Gewinn sein. Hat sich jetzt ja auch so ein bisschen erst vor kurzem eigentlich in der zweiten Liga etabliert, ne? So wie ich das hier sehe. Genau. Oh, hey, hier, ha! Necroplay, cool. Wir wollten sowieso gerade darüber sprechen, oder ich hatte es zumindest vor. Necroplay ist auch da, hi. Und hat geschrieben, mir fehlt ein weiterer Stürmer, der einen richtigen Torriecher hat. Ich fand, Simon Zoller hatte einen Torriecher in der zweiten Liga. Ja, ich verstehe, also Zoller ist ein Konterstürmer, deswegen glaube ich, dass es das eigentlich auch gut funktioniert. Er hat bei Lautern, auch bei Köln oft so als Konterstürmer agiert und eigentlich kann er das gut. Aber Zoller war dann auch nie so, also klar, so ein, also ich glaube, das wünscht sich aber immer jeder Aufsteiger eigentlich, so einen Stürmer, der halt wirklich so 10, 15 Tore macht. Und ja, weiß ich halt auch nicht, ob ich Zoller das so zutraue, weil er ist natürlich irgendwo ein Stürmer, aber er hat natürlich nicht die körperliche Präsenz und auch nicht so den, er ist auch nicht so der ganz klassische Torjäger, finde ich. Also er hat Ja, nicht natürlich so auch der viel von Knipser. Robert Dulk Ja. profitiert, ne? Aber er ist halt auch viel der Arbeiter vorne. Alles super wichtig, aber ich fände es auch noch gut, wenn wir noch einen Stürmer holen würden. Nun ist Die Frage Zoller ist jetzt nur, vielleicht wie. auch vom Typ her so einer, der in der ersten Liga nicht so viel Sinn ergibt wie in der zweiten. Zoller? Also der weniger für unterlegen als Fußball geeignet ist, sag ich mal. Boah, ja, schwierig zu sagen. Also ich finde eigentlich, Zoller ist ja nach wie vor so ganz, also vom Ideal her wahrscheinlich der Beste im 4-4-2 mit einem größeren Stürmer neben ihm, der in die, wo er in die Räume laufen kann, weil das kann er eigentlich ganz gut, so spekulieren, wo kommt der Ball hin. Er hat auch ein paar genau solche Tore gemacht. Wenn der Ball irgendwie aus dem Mittelfeld verlängert wurde, da hat er ein gutes Timing, hinter die Abwehr zu laufen. Das ist für mich so seine Stärke. Als alleinige Spitze braucht er halt entweder, glaube ich, wirklich dann jemanden, der ihm wirklich sehr, sehr gute Anspiele serviert. Oder muss ich da halt so, also gegen eine starke Erstligamannschaft kann ich ihn mir als Stürmer einfach nicht so gut vorstellen, weil er physisch da einfach nicht so stark ist. Gut, bevor wir über kommende oder mögliche Transfers auf der Stürmerposition reden, reden wir vielleicht mal über die Stürmer, die wir noch im Kader haben. Wir hatten so ein bisschen das im Vorfeld angeschnitten, also unter uns, Silvergan Vula für die erste Liga besser geeignet als für die zweite. Ja, kann sein. Ich glaube, er hat auf jeden Fall mehr Lust schon mal. Ich Okay. glaube, das ist für sein Selbstkonzept ganz, ganz wichtig, dass er jetzt in der ersten Liga spielt und vielleicht, Krank. wenn er weiß, dass mehr Kameras auf ihn gerichtet sind, dann ja, dann ist vielleicht auch mehr Motivation noch da. Kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es ein Faktor ist. Und ansonsten ist er natürlich extrem athletisch, auch eben bringt das mit, was Zoller eben dann vielleicht nicht mitbringt und ist trotzdem extrem schnell. Ich kann mir schon vorstellen, dass er unangenehm ist, für so einen hochstehenden Erstligisten gegen Gandula zu spielen. Kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Ist halt die Frage, ob er dann im Abschluss konstanter wird und wie gut er gegen den Ball arbeitet, aber das ist natürlich in der ersten Liga dann noch wichtiger auch, ne? Ja, absolut, absolut. Aber wie gesagt, also die klassische Kontersituation vorne so einen zu haben, der wirklich Ball auch mal halten kann. Einfach aus der körperlichen Präsenz heraus auch. Und dann, wenn das dann noch schafft, irgendwie einen vernünftigen Ball nach außen zu pingen, dann, das wäre natürlich dann der Traum, den man haben will. Auf so einen Amphi-Ajay oder was. Das wäre so die Idee, ne? Ja, das wäre perfekt. Aber bei Gianvula ist halt echt ganz schwer vorher zu sehen, finde ich, Ja. weil Potenzial hat er, haben wir ja schon mal drüber geredet, aber ruft er halt viel zu selten ab, deswegen. Absolut. Genau, ansonsten habe ich jetzt hier gerade nochmal bei transfermarkt.de geguckt, so Gerüchte, wer reinkommen könnte. Philipp Hofmann ist scheinbar im Gespräch so ein bisschen. Wäre das einer? Oder irgendwie, vielleicht, hier steht auch was von Vangelis Pavlidis. Einer von den beiden, würdest du sagen, die können so eine Rolle erfüllen? Also Pavlidis habe ich zu lange nicht mehr spielen sehen. Der hat ja kommt ja vom VfL. Damals war er ganz okay, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht so groß. Also er ist auf jeden Fall kein Stürmertyp, wie ich 1,86. ihn gerade beschrieben habe. Echt, ich habe ihn echt klein. Nein. Vielleicht liegt es daran, dass man denkt, dass er ja, also dass er Grieche ist und Das deswegen kann klein sein, das ist sein wirklich, ja. Das ist so ein muss. bisschen mitspielt, so der. Okay, ja, gut. Der hat ja auch hat sehr, sehr viel getroffen, auch ne, in der polnischen Liga. Und aber ich kann nicht zu ihm sagen, bei Hofmann
Frage, habe ich das Problem, dass er Ablöse kosten würde und er will auf jeden Fall in die erste Liga, aber es gibt wohl noch Konkurrenz auch und der hat oft gegen uns getroffen, auch per Kopf. Ich erinnere mich da an so einen Der ist zum super Beispiel ehrlichen Pass. 1,95, ne? Das könnte Ja, man der ist tatsächlich. richtige Kante. Und Linksfuß auch. Ist Ja. natürlich auch immer nicht schlecht, Linksfuß im Kader zu haben. Aber ja, also wenn man ihn kriegen kann, ich würde ihn nehmen, auf jeden Fall. Ist halt immer die Frage zu welchem Preis. Ja, natürlich. Hat aber auch eine gute Vorlagenquote für den KSC, stelle ich gerade fest. Also hier zum Beispiel 2021 in 30 Spielen eben 13 Tore und 7 Vorlagen. Das finde ich, also das wäre halt auch für diesen Konterfußball, glaube ich, so ähnlich wie es gerade mit Kavula meinte, ganz positiv, wenn man ihn kriegen könnte. Ja, auf jeden Fall. Genau, ja, alles klar. Ich glaube, damit haben wir alle Transfers soweit besprochen. Genau, Asano hatten wir angeschnitten. Esser ist klar, Andrijadze, Löwen, Osterhage. Ja, genau. Und die Abgänge auch. Was steht noch auf der Tagesordnung? Wir haben gerade schon so ein bisschen über Taktik gesprochen. Das Klassische, was wir auch gerade schon sagtest, was wir in der vergangenen Saison quasi durchgängig hatten, war dieses 4-2-3-1. Auch mit einer sehr konstanten Besetzung. Was sind da so die großen Veränderungen, die du antizipieren würdest jetzt für die Bundesliga? Ich weiß nicht, ob Reis so wirklich weggeht vom 4-2-1. Ich weiß auch nicht, ich glaube in den Vorbereitungsspielen zumindest sah es auf dem Papier so aus, hat er es auch oft spielen lassen. Also das glaube ich, dass er da relativ dabei bleibt. Vielleicht kann man es dann auch eher wie so ein 4-5-1 quasi mit so drei flacheren Mittelfeldspielern spielen. Ich glaube, dass der VfL viel oder so ein 4-4-1-1 daraus machen. Ich glaube, dass der VfL viel tiefer stehen wird. 4-4-1-1 könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen, jetzt würde ich so sagen. Dass man wirklich vielleicht eine hängende Spitze hat, die Tempo hat, die steigern kann, aber auch die sich aus der Tiefe holen kann. Und dahinter zwei sehr, sehr enge, tiefe Viererketten. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, eigentlich. Und vorne drin halt so ein Wandspieler, der die Bälle festmacht. Wird natürlich dann auf dem Papier wie ein 4-2-1 aussehen, aber das könnte ich mir vorstellen. Ich denke, ansonsten wird man wirklich viel versuchen, mit möglichst wenig Kontakt in die Spitze zu kommen. Das macht auch Sinn bei dem Kader, den man hat, mit Holtmann, mit Ampi Ajay, auf Außen mit Asano auch. Und ich weiß gar nicht, wenn noch Blum haben wir auch noch, darf man auch nicht vergessen. Richtig. Wir haben starke Außenverteidiger, die auch, glaube ich, ordentlich zum guten Umschaltspiel beitragen können. Das andere Thema ist ein bisschen Innenverteidiger. Die können vielleicht ihre typischen Stärken nicht mehr so ausspielen im neuen System. Also gerade wenn wir über Tempo Meinst reden und also wegen der ja. hohen Abwehrreihe, dass das nicht mehr so zum Tragen kommt und gleichzeitig dann Sachen wie, sagen wir mal, unmittelbares Zweikampfverhalten im 1 gegen 1 oder Kopfballstärke, was dann vielleicht nicht so die herausragende Qualität ist. Glaubst du, dass das ein Problem sein kann? Ja, stimmt, das ist ein guter Gedanke auf jeden Fall. Ich weiß nicht, also bei Kotschap muss ich ja eh noch, hat ja noch eh ganz viel Potenzial und ich glaube, der muss sich ja eh verbessern, was Stellungsspiel und so angeht, das stimmt schon. Das ist mit Sicherheit noch, da hat er immer so einen Bock drin, das darf in der ersten Liga natürlich nicht passieren. Und bei Leitsch, der hat ja auch immer gut aufgebaut eigentlich, auch mal immer selbst diese Tempovorstöße gehabt, wenn Bochum sehr, sehr hoch stand, das wird er wahrscheinlich viel weniger haben jetzt. Kann schon sein, aber man muss halt sehen, wie die beiden dann da reinwachsen. Ich finde das ganz schwer vorherzusehen aktuell. Ja, alles klar. Werden wir sehen. Werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Und dann zu guter Letzt, was ich noch ansprechen würde, Manuel Riemann, der ja meiner Meinung nach vielleicht der beste Torhüter, also jetzt tatsächlich der beste Torhüter in den Top 5 Ligen ist, was Pässe angeht, was den Ball am Fuß angeht. Ich habe keinen besseren gesehen, jedenfalls. Wird das eine Qualität sein, die weiterhin so stark zum Tragen kommt? Ich glaube schon, weil natürlich hat man nicht mehr so ganz so viel den Ball, aber Riemanns Bälle waren ja auch oft lange Bälle, wo ja auch viele schon gesagt haben, es war eigentlich untypisch für so eine dominante Mannschaft, dass man so viel mit langen Bällen eröffnet. Und das wirst du aber gegen hochpressende Mannschaften ja erst recht brauchen. Also wenn du gegen eine erste Mannschaft spielst, die dich viel anläuft, dann brauchst du das. Und Riemann ist ja auch extrem pressingresistent. Ich Absolut. denke, das wird schon nach wie vor wichtig sein. Gut, hoffe ich sehr, weil ich bin persönlich großer Manuel Riemann-Fan. Ja. Genau, und wenn nicht, haben wir noch Esser dahinter, der jetzt vielleicht auch als Shotstopper gar nicht so schlecht ist, als Alternative.
Ja, und gefühlt 20 Zentimeter größer, Ja, ne? Also. das ist so, ne? Das ist Ja. echt, bei Riemann so traurig, wenn er 10 cm größer wäre, könnte der locker schon seit Jahren wahrscheinlich erste Liga spielen. Ja, auf jeden Fall. Weil das Talent ist definitiv da. Genau, jetzt hat Talisca schon geschrieben, was erwartet ihr für den Start? Das wäre jetzt so der nächste Tagesordnungspunkt. Was sind so die, oder vielleicht mal ganz grundsätzlich, was glaubst du, wer in der ersten Liga dominieren wird? Wer wird Meister? Wer kommt vielleicht in die Champions League? Bayern, Okay, in wow, das meinen ist Augen. kontroverse Vorhersage, Und wird in die Champions League kommen. Ich denke auch, dass Dortmund in die Champions League kommen ja. wird. Leipzig wird mit Sicherheit auch wieder oben mitspielen. Gladbach? Bei Gladbach weiß ich nicht. Da, die haben ja auch keine so souveräne Saison gespielt jetzt und ist halt immer die Frage, wie da das Team zusammenwächst. Das ist für mich so ein klassischer Kandidat, wenn es gut läuft, dann auch, wenn nicht, dann nicht. Und da kann ich aktuell noch nichts zu sagen. Was ist mit Wolfsburg, was ist mit Leverkusen? Vielleicht sogar Frankfurt. Ja, also ich glaube, Wolfsburg ist noch am stärksten von den drei genannten Teams. Und ich glaube, dass sie immer stärker werden. Ich meine, die haben natürlich auch den großen Vorteil in solchen Krisen mit einem großen Sponsor, der quasi direkt, also der quasi auch nicht weggeht von dem Club. Das Ja. merkt man, dass solche Teams da immer profitieren in solchen Situationen wie jetzt Corona. Und ich glaube, dass sich das auch in der Mannschaft aus oder in der Qualität ausdrücken wird dann. Ja. Und Absteiger. Wen hast du da im Auge? Ja, Bochum natürlich nicht. Natürlich nicht. Wie haben wir denn Bielefeld, wird es wieder schwer haben. Also sie werden es ganz, ganz schwer haben. Behaupte ich einfach mal. Fürth wird absteigen. Und ja, wenn können wir noch. Köln wird es bestimmt auch nicht leicht haben. Wieder mal. Weil, ja, doch, Köln wird es auch schwer haben. Bei Union Berlin weiß man auch nie, wie konstant die bleiben. Es ist halt auch so ein Team, das dann wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, aber natürlich ist es auch schwierig. Hat natürlich wird auch der VfL gegen den Abstieg spielen. Das ist Ja, sehr gerne eine mal Frage. sehen, ne? Genau, was jetzt ist wieder, um nochmal auf Talisca zurückzukommen. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Aber das passt jetzt ins Programm, deswegen haben wir es nicht vorgezogen. Ich habe hier geschrieben, Vorschau auf die ersten paar Spiele. Genau, das ist im Grunde das, was Talisca gefragt hat. Was erwarten wir für den Start des VfL? Erstmal wird es heftig. Also gut, Wuppertal im DFB-Pokal. Wuppertal ist schon heftig. Wuppertal ist schon heftig. aber ist vielleicht noch so das am ehesten, was man, zumal auch die Reise sehr kurz ist. Talisca wirft gerade noch Augsburg ein. Ich denke, als Abstiegskandidat. Augsburg, ja, Augsburg, genau, Augsburg auf jeden Fall auch. Ja, Ja. definitiv. Also, da gibt es schon Mannschaften, über die wir uns hinwegsetzen können, glaube ich, als VfL Bochum. Mainz jetzt auch nicht so leicht haben wieder. Weil die natürlich gut Ja. gepunktet haben am Ende, aber. Aber wir wissen ja, dass wir Mainz schlagen können. Sogar mit Schiebungen daheim. Ja. Genau. Also, wie gesagt, Wuppertal wird, glaube ich, erstmal noch relativ entspannt. Kurze Strecke. Kadermäßig eigentlich locker zu schlagen. Ich glaube, Viertligist. Müsste man hinkriegen, wenn man es ernst nimmt. Und dann eine Woche später geht die Bundesliga los am 14.8. Auswärts in Wolfsburg. Aber das ist schon Ja, es ist brutal, ein oder? total beschissener Auftakt. Also Ja. sowohl emotional als auch von der Kulisse. Ich meine, auswärts in Wolfsburg, das spielt, glaube ich, macht, glaube ich, keinem wirklich Spaß. Ja. Also keiner Mannschaft, glaube ich. Selbst Wolfsburg hat da wahrscheinlich nicht so viel Freude daran, zu Hause zu spielen. Wollte ich gerade sagen, man muss ein Und bisschen die Stereotypen des korrupten, irgendwie wenig passionierten genau. Geldsäckvereins verbreiten, ne? Ja. Ja. Und das ist natürlich eine super schwere Aufgabe direkt, also. Das ist hart, ja, absolut. Aber danach, was dann schön sein kann, ist, also meine Hoffnung wäre tatsächlich, Erwartungen nicht, das wäre zu hoch gestochen, aber meine Hoffnung wäre, dass man gegen Wolfsburg irgendwie sowas rausholt wie ein 1-1, vielleicht sogar ein Überraschungssieg, das wäre natürlich ein Hammer. Das Das wäre ein wäre richtig gut. geiler Start. Also, das wäre richtig gut. Also, so ein Punkt oder auch so ein Sieg natürlich wäre natürlich der Hammer. Ja, Also definitiv. vielleicht ist das eine Sache, die da so ein bisschen helfen kann im Vorfeld sogar, dass die Erwartungen eigentlich nicht da sind. Also weil da, ich glaube, gegen Wolfsburg rechnet jeder mit einer Niederlage und das ist auch okay. Und dann kann man vielleicht relativ befreit aufspielen aus so einer Situation heraus. Ja, kann sein, ne? Die Erwartungen sind ja bei den meisten Spielen nicht da, dass man irgendwie mit dem Sieg rechnet. Gut, was dann aber kommt, ist Heimspiel gegen Mainz, Auswärtsspiel gegen Köln.
Also das ist halt So, ja, das. das, worauf ich hinaus wollte. Wenn man jetzt gegen Wolfsburg irgendwas holt und dann diese beiden Dinger gewinnt, weil die sind beide schlagbar, meiner Meinung nach, dann würdest du auf einmal im oberen Tabellenfeld mitmachen. Es ist halt so ein ganz schwieriges Ding, weil wenn du das gegen Wolfsburg einen Punkt holst oder und dann gegen Mainz vielleicht mit Rückenwind ins erste Heimspiel der Saison gehst und das auch gewinnst, dann bist du gut gestartet. Aber wenn du gegen Wolfsburg verlierst, vielleicht auch so 3-0 oder so, und dann weißt du, okay, ich muss jetzt gegen Mainz eigentlich zu Hause gewinnen, da verlierst du dann auch. Und dann kommt Köln auswärts. Klar, das ist auch ein Gegner, den du schlagen musst, aber es ist eben auch auswärts in Köln, ist auch nicht so leicht. Also es kann total gut laufen, aber es kann auch, das ist so schwierig. Ja, aber das Schwierig. Interessante ist, dass wir jetzt wirklich eine Situation haben, wo, glaube ich, die Richtung der Saison früh vorgegeben werden kann. Also es kann sehr, sehr schnell in eine dieser beiden Richtungen ausschlagen. Ja. Also ich hätte mich gefreut, wenn man das Heimspiel gegen Mainz zum Beispiel am ersten Spieltag gehabt hätte direkt. Das wäre, glaube ich, richtig gut gewesen. Und dann hätte man vielleicht dann, außer in Wolfsburg, so ein Spiel, wo du nichts holen musst. Das hätte schon Oh, du bist wieder abgerissen. gegen Mainz gegangen wärst. Oder selbst wenn du gegen Mainz verlierst, dann weißt du, okay, jetzt außer in Wolfsburg, wenn du da verlierst, musst du halt auch nichts holen. So. Ja. Ja, genau. Das wird auf jeden Fall sehr spannend jetzt in der Anfangsphase. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich denke, wir werden also zum DFB-Pokalspiel gegen Wuppertal, glaube ich, nichts machen. Jetzt können wir uns überlegen, nächste Woche vielleicht zweite Liga. Hast du da irgendwie was vor, übertragungsmäßig? Nee, noch Können gar ja mal nicht. Du gucken, was kannst ja Schalke mal. macht. Genau, Schalke muss ja jetzt auch gewinnen. Ja. Das ist schon richtig. Das wird lustig. Das könnten wir vielleicht tun. Ich gucke gerade, wann die spielen. Sonntag gegen Holstein Kiel. Die spielen 13:30 Uhr. Dann könnte man irgendwie um, was ist das dann, 16 Uhr oder so, Geisterspiel machen. Ja, gegen Ist auch eine Kiel ist, Top-Partie. genau, ist ein gutes Spiel. Ja, lass uns das tun. Dann kündigen wir das direkt an der Stelle mal an. Dass wir unseren Zweitliga-Wurzeln nicht so ganz davonlaufen wollen, auch wenn es Bochum erste Liga spielt. Dann machen wir nächste Woche Holstein Kiel gegen Schalke. Ja. Und ansonsten, natürlich freuen wir uns auf eine hoffentlich tolle Erstligasaison des VfL Bochum. Vielleicht auch mit einer wilden Vorhersage. Ich habe ja jetzt schon wochenlang gesagt, Tarsis Bonga schießt uns in die Conference League. Und dann habe ich heute mal festgestellt, man muss für die Conference League sogar noch Sechster werden, für diesen Scheißwettbewerb. Muss echt noch Sechster Okay. werden. Ich bleib aber trotzdem bei der Vorhersage. Tarsis Bonga schießt uns am letzten Spieltag in die Conference League, auf die keiner Bock haben wird. Wobei, bringt natürlich Geld, immerhin. Hast du auch irgendeine wilde Vorhersage für mich? Vielleicht können wir damit heute das Programm schließen. Ich glaube, wir müssen überlegen. Ich frage auch mal das Publikum, ob ihr wilde Vorhersagen. Glaube, Ganvula schießt uns zum Pokalsieg gegen Schalke. Okay. Heißt das ein Pokalsieg in der K.O.-Runde oder wirklich im Finale? im Finale. Und Okay. dann, Okay. dann damit in die Europa League auch. Ja, sehr schön. Ja, das wäre göttlich. Ich subscribe, ich unterschreibe es. Charles Bonger schießt uns in die Conference League und dann gewinnen wir noch den Pokal und müssen gar nicht in die Conference League. Geil. Machen Genau, wir dann so. schießt uns ja wohl an die Europa League, ja. Nein, also meine realistische Hoffnung ist vielleicht irgendwie so ein 14. Platz oder so, wenn wir mal Ja, ganz ehrlich 14., sind. 15. Alles, was Aber ist schon drüber geht, ist machbar. gut. Ja, genau, alles, was drüber geht, ist ein richtig krasser Erfolg. Aber eigentlich ist Ja. schon der Nicht-Abstieg ein Erfolg, wenn man überlegt, wie wenig Geld wir haben. Hauptsache, man kann wieder ins Stadion gehen, mal eine Bratwurst essen, auch wieder ewig nicht mehr gemacht Ja, und darauf freuen wir uns auch. Dann gibt's. Bundesliga-Fußball sehen, ja. Ja, und dann sind es demnächst keine Geisterspiele mehr. Wir müssen den Kanal Ja. umbenennen. Ja. Scheiße. Nein, wir bleiben dabei. Wir bleiben dabei, aus dem Publikum kommen jetzt, glaube ich, keine wilden Vorhersagen mehr. Deswegen würde ich an der Stelle einfach sagen, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns auf die kommende Saison. Es wird geil, wir schaffen das. Der VfL Bochum wird toll spielen. Und wir sehen uns wieder zum nächsten Geisterspiel.